Das heutige Konzert steht unter dem Motto Dr. Josef Ratzenböck Stipendium Solistenkonzert. Es haben drei ausgewählte Solisten erstmal im Brucknerhaus solistisch ihr Können präsentiert. Diese drei jungen Musikerinnen und Musiker sind ausgewählt worden, neben anderen Musikern als Stipendiaten dieser Stiftung, dieses Wettbewerbs sozusagen. Und es war mir eine große Freude, diese jungen Musiker auf diesen ersten großen Schritten auf die große Bühne im großen Saal des Brucknerhauses begleiten zu dürfen. Feline, was für Instrument spielst du? Cello. Und wieso spielst du Cello? Weil das Cello klingt eigentlich so wie die menschliche Stimme und das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man auf dem Cello spielt. Und wie hoch ist bei dir der Puls beim heute erstmaligen Auftritt im Brucknerhaus? Es ist nicht der erstmalige, aber es ist schon ziemlich hoch, aber besser vorher als dann während dem Spielen. Was ist das Besondere heute an deinem Soloauftritt? Dass ich mit so einem tollen Orchester spielen kann. Welches Solo spielst du heute? Ich spiele von Romberg ein Cellokonzert und daraus den dritten Satz, also das Rondo. Wie war so die Probezeit? Wo waren die Schwierigkeiten? Ja, die Schwierigkeiten waren eigentlich immer nur bei den schwierigen Stellen im Stück, aber ja, ich glaube, dass ich ganz gut vorbereitet bin jetzt. Wie lange übst du so in der Woche? Also jeden Tag halt und das so, ja, 1 bis 3 Stunden, also vorm Konzert sowas. Felix, was ist das für ein Gefühl, wenn man im Brucknerhaus erst einmal auftritt? Es ist ein wirklich tolles Gefühl. Ich finde es einfach voll super, dass ich das machen darf mit Orchester jetzt. Und ja, es ist einfach eine wirklich gute Erfahrung auch. Man lernt mit anderen Leuten zu musizieren, mit mehr Leuten natürlich. Und ja, es ist freut mich wirklich, dass ich heute spielen darf. Felix, du spielst Klavier. Was fasziniert dir an deinem Instrument so? Also ich finde am Klavier wirklich super, dass man alleine so ziemlich alles machen kann. Es wird ja oft gesagt, dass das Klavier ein Mann-Orchester ist und das finde ich halt toll, weil ich meine, es ist wirklich super, wenn man mit anderen Leuten spielt, aber man ist nicht unbedingt darauf angewiesen. Thank you.
Toni, wie ist der Eindruck vom Konzert? Also mich hat mit meiner Gattin, der Peter Eigner, eingeladen zu diesem Konzert und ich bin sehr begeistert. Es ist ein Geschenk, das uns da heute gemacht wurde und wir freuen uns, dass wir da dabei sein dürfen. Solisten? Die Solisten habe ich ja nicht gekannt, aber es ist unglaublich, was diese Jugendlichen da zustande bringen. Und wir warten jetzt noch auf das Hornkonzert. Ich freue mich schon drauf. Fritz, wie ist der Eindruck? Ja, der Eindruck ist hervorragend. Nur dazu spielt ja eine Enkelin mit von uns. Ja. Was spielt die? Ja, die spielt Violine. Und das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Die ist das erste Mal bei dem Orchester dabei. Und der Peter Eigner ist ja ein uns gut Bekannter. Wir haben zweimal, du weißt, dass er zweimal unser Silvesterkonzert gemacht. Und ist man natürlich stolz, wenn die Enkel musizieren, wenn auch der Großvater kein Musiker geworden ist. Wie ist das Gefühl, wenn man so das erste Mal im Brucknerhaus auftritt? Kurz davor wird es immer schlimmer, so vom Adrenalin. Aber irgendwann übersteigt dann die Freude am Auftritt selber dann die Angst. Und ja, also es ist eigentlich ein fantastisches Gefühl, mit einem Sinfonieorchester, das hat man nicht alle Tage zu spielen können. Und das, was wir da haben, über mehrere Monate hinweg wirklich übt, dann auf so einer großen Bühne aufführen zu können. Wie schauen deine Zukunftspläne aus? Naja, zuerst jetzt natürlich einmal Matura im Musikgymnasium, also im Stiftergymnasium in Linz. Und dann wird der Plan sein, entweder in Linz oder in Graz Horn zu studieren auf Konzertfach. Und dann hoffentlich in ein Orchester zu kommen. Abgesehen von diesen drei Solowerken, die wir begleitet haben, hat das Orchester die Carmen-Suite von Georges Bizet gespielt. Und nach der Pause dann noch vier ungarische Tänze von Johannes Brahms. Das sind quasi so Gusto-Stückerl für Orchester und natürlich auch fürs Publikum. Und es ist für mich immer wieder erfreulich, wie diese jungen Musikerinnen und Musiker in kurzer Zeit, wir proben ja eine Woche im Sommer, in so kurzer Zeit dann auf diesem Niveau diese Stücke präsentieren können. Jetzt waren wir wieder zwei Tage auf Schloss Weinberg, um das Programm aufzufrischen. Und ja, auch das ganze Referententeam und natürlich auch ich, ja, wir sind immer wieder überrascht, aber wir erwarten es schon fast, dass dieses Niveau so hoch ist und wir freuen uns einfach immer riesig auf diese Konzerte hier im Brucknerhaus.